So, da sind wir wieder bei dem Weg nach unten in Le Ebene 10. Das war die Ebene mit dem Schlangenrätsel. Das heißt, hier hätten eigentlich Augen sein müssen. Die sind sonst immer respawned. Aber gut, gehen wir mal hier lang. Hier war ja irgendwo noch eine Tür, die wir aufmachen könnten. Mit dem Kreuzschlüssel. Glaube ich zumindest. Links rum. So, wieder eine Tür. Probieren wir mal kurz den Schlüssel aus, aber ich glaube, das war für weiter hinten. Ja, hier passt er nicht. Und ist auch der einzige Schlüssel, den wir noch haben. Also gut, müssen wir wieder links rum. Ich schreibe mir nur kurz auf. Level 10, Schlangenrätsel oder Snake geht schneller. So, dann linke Tür, die einzige, die wir gehen können. Und ich werde jetzt keine Plasmaspur mehr legen. Das ist mir langsam zu langweilig. Ich werde mir nur ungefähre Notizen machen, was für Rätsel da sind. So wie jetzt eben gerade an dem Schlangenrätsel. So, was haben wir hier? Eine Sackgasse. Zack, 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 zack. Ah, oh, ist das schön, wenn man die Schuhe hat. Oder wenn man einfach nicht überladen ist. Dann kann man richtig schön schnell vorwärts kommen. Oh, das Ding haben wir immer noch nicht auf. Und die Kiste hier ist leer. Nee, eine Kiste voller Essen. Wir haben eine Kiste voller Essen liegen lassen. Das ist aber komisch. Okay. So, aber dafür sind wir jetzt überladen. Jetzt ist er ein bisschen überladen. Er ein bisschen überladen. Er nicht überladen. Er auch nicht, er auch nicht, er auch nicht. Gut. Keine überladen und wir haben einen Weg, wo wir weiterkommen. Schön, schön. Also bisher gab es keine wirkliche Auswahlmöglichkeit. Also schreibe ich auf Level 10, Snake und dann Zoom. Das könnte nämlich jetzt. Also nach da drehen und da raus. Also gab es hier auch nur wirklich eine Möglichkeit, wo man gehen konnte. Hier ist eine Sackgasse. Also wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ist der Weg nach oben eigentlich gar nicht so kompliziert gewesen. So, Tür auf. Komm her. So, hier könnte es jetzt wieder unübersichtlich werden, weil das so ein großer Raum ist. Also wo kommt. Oh, den Helm. Stimmt, den haben wir letztes Mal vergessen gehabt. Der ist auch nicht verflucht. Den kriegt er. Und der Helm bleibt hier. So, wir kamen hierher. Das heißt, hier legen wir jetzt doch mal eine kurze Spur. Zack, 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 zack. Auch wenn ich irgendwie Verdacht habe, dass es nur einen Weg gibt. Schaden kann es nicht. So. Da geht's rum. Ja, es war wirklich nur ein Weg möglich. Aber gut. Das heißt, Level 10 ist bisher eigentlich nur ein Gang, den man lang gehen kann. Es gab zwar diese Wähle deine Türnummer, aber da hatte man nicht wirklich viel zu wählen. Und warum ist die Tür dazu? Und irgendwo ist. Fiese Diebe. War das ein Respawn-Raum? Oder warum waren wir hier nicht drin? Okay. Na gut, uns soll es gleich sein. Wir gehen einfach weiter. Das heißt, ich mache hier mal eine Markierung hin. So. So. Ich sollte froh sein, dass wir überhaupt den Spruch haben, aber er ist trotzdem ein bisschen nervig, dass man ihn immer wieder so zaubern muss. So, so, so. Hier haben wir eine Entscheidungsmöglichkeit. Anscheinend die erste wirklich in diesem ganzen Bereich. Nee, es ist keine Entscheidungsmöglichkeit. Also es geht immer nur noch da lang. Also ja, ich müsste eigentlich kein Plasma setzen, aber dadurch geht es schneller, wenn ich das nächste Mal hier durchlaufe. Achso, hier ging es zurück, ne? Ja, da ging es.
links zurück. Also hier nochmal. Zack, zack, zack. Das heißt, wenn ich dann auf dem Weg zurück an so ein Plasma-Dingern vorbeikomme, dann weiß ich immer, dass ich da lang gehen muss, wo die gerade liegen. Also jetzt hier dem Plasma folgen und nicht eine Abzweigung nehmen. So. Ich hätte gern langsam mal eine Treppe nach unten. Obwohl, wir sind irgendwann auch runtergesprungen, wenn ich mich richtig erinnere. Das wird dann chaotisch. Und theoretisch könnte schon auf dieser Ebene das Dingens sein, wo man das Vergrößerungsglas brauchte. Also sollten wir uns hier auch gut umsehen. Noch eine verschlossene Tür. Ja, gut, gucken wir mal kurz hier lang. Und warum bist du jetzt? Achso, du hast das Brot genommen. Und wir sind trotzdem noch überladen. Du hast doch das Drachensteak dabei gehabt, oder? In der Kiste? Die Kiste ist leer. Na gut, Kiste lassen wir hier. Immer noch überladen. Was soll denn das? Warum kannst du nur 36 tragen? 47 Stärke. Eigentlich müsste er 47 tragen können. Schlafen wir mal. Ah, die Stamina ist ganz unten. Weil wir so schnell laufen können, geht die Stamina runter. Und vielleicht kann er dadurch weniger tragen. Gucken wir mal. Jo. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Also ein Nachteil vom schneller Laufen, aber kein wirklich sehr großer. So, noch eine Tür. Ganz, ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten. Oh, oh. Elijah steht drin links. Das ist okay. Autsch. Aber wir haben es schon einigermaßen verbessert. Früher war Zed ein One-Hit-Wunder, was die Augen angeht. Das ist jetzt schon definitiv besser. So, ein Heiltrank, bitteschön. Zack. Ja, kann auch kurz eintrinken. So. Und da ist die Treppe nach unten. Schöne Sache. Wollen wir jetzt hier noch gucken, ob wir irgendwo das Vergrößerungsglas-Dingens finden? Ah. Ja, wahrscheinlich später einen Arsch beißen, wenn ich es nicht mache. Also lege ich jetzt hier erstmal eine Spur ungefähr zurück. Auch wenn es hier bisher nur ein Weg ist. Hier ist eine Entscheidungsmöglichkeit und jede Menge Skorpione. Wo ist deine Waffe? Da. Wir wollten Kriegerlevel trainieren, das ist schon richtig. Aber bei denen ist das nicht unbedingt die beste Idee, weil die ja vergiften. Aber nein. Wir können nebenbei ja mal ein paar Heiltränke machen. So, 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 so. Also ganz stark, ganz stark. Ganz stark. Schon jemand vergiftet? Cosmog nicht, Zed auch nicht. Schöne Sache. Na, dann trinkt man einen Trank. Noch einen großen. Da ist das Gift. Noch einen großen. So, so. Die treffen fast nie. Das ist echt. Oder ist er tot? Oh, der eine scheint tot zu sein. Und den kannst du gleich selber trinken. Vergiftet. Er ist auch vergiftet. Ah, wir werden gleich sehr lange schlafen müssen. Huh. Die Angriffsgeschwindigkeit scheint irgendwie schneller zu... Achso, er ist tot. Ja, das könnte erklären, warum er schneller angreifen kann. Es ist kein Widerstand da. Und trotzdem ist irgendjemand wieder überladen. Also schlaf mal kurz. Oh, er ist nicht überladen, er ist schwer verwundet. So, da ist unser Plasma-Dingens. Dumm, 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 dumm. Einfach mal nur zwischendurch ein, damit man weiß, man ist auf dem richtigen Weg, auch wenn es nur einen Weg gibt. So. Ich gehe mal links rum, weil wir die Skorpione auf dem Hinweg nicht gesehen haben.
Ja, es fühlt sich richtig an. Aber wir sind vorhin an recht vielen solchen Seitengängen vorbeigehuscht. Zum, zum, zum. Da geht's weiter. Also kommt hier noch ein Brocken hin. Und ich gehe mal geradeaus. Hier kommt noch ein Brocken hin. Dazwischen auch nochmal. Und wenn die Spur dann liegt, bis zum nächsten Level hoch. Oh, Auge. Wenn die Spur dann liegt, dann könnten wir. Erstmal jetzt auf keinen Fall sterben. Das wäre richtig doof. Da kommt noch ein Auge. Und ja, genau das war knapp. Was ich sagen wollte, wenn die Spur dann liegt, dann können wir uns entscheiden, ob wir uns hier auf der Ebene noch zu Ende umsehen wollen oder erstmal in die nächste gehen. Weil dann ist wenigstens der Weg nach oben sicher. Zack, zack, zack. So. NE. Er steht links, er steht rechts. Und das reicht nicht. Da kommt gleich der nächste. Er steht falsch. Tauschen. Ja. Kein Mana für ordentliche Heiltränke. Da müssen billige. Ah, da kommt der nächste. Das ist nicht gut. NE. Links. Links. So, jetzt haben wir absolut kein Mana mehr. Und da kommt der nächste. Ach nein. Das ist doof. Na gut, bring uns um. Komm schon, bring uns um. Ja. Goodie. Also, Schlangenrätsel. Dafür haben wir die Liste überhaupt gemacht, damit wir schneller dahin kommen, wo wir schon waren. Schlangenrätsel folgen. Du warst nicht eingeplant, du warst nämlich eben nicht da. Du stehst falsch. Du triffst. So. Schlangenrätsel weiter. Und da ist schon wieder ein Auge, das nicht eingeplant war. Links rum. So, jetzt kommen die Türen, wo ich entscheiden musste und wo wir uns für links entschieden haben. So, jetzt geht's da lang oder da lang. Schauen wir hier kurz, ob hier eine Sackgasse ist. Ja, ist eine Sackgasse, also geht's nur da lang. Das heißt, wir setzen hier wieder eine Plasmaspur. Der Tod hätte echt nicht sein müssen, ne? Ich hätte einfach zurückgehen sollen, ein paar Heiltränke machen und das Ganze in Ruhe angehen. Aber nein, ich wurde ungeduldig und das ist immer ein Fehler. So. Zack, 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 zack. Ich gehe mal geradeaus weiter. Und keine Sackgasse bisher. Ah, hier ist die Kiste, die wir vergessen haben mit dem Essen drin. Also soweit sind wir schon mal richtig. Aber jetzt sollten wir schlafen, jetzt sollten wir wirklich Heiltränke machen in Ruhe, damit wir für die nächsten Augen vorbereitet sind und die ganzen Wunden hier loswerden. Vor allem Fußwunden sind gar nicht gut. So, noch ein Heiltrank. Noch ein. Noch ein. Könnt alle schön Heiltränke machen. Ups. Wenn wir denn nicht Mana für irgendwas anderes verschwenden. Fizzle. So, du hast zwei, du hast nur einen. Schlafen. Ja, das ist wirklich ein bisschen nervig bei diesem Spiel. Aber kann man nicht ändern. Wir haben jetzt wenigstens schon mal den Feuerstab. Jetzt müssen wir nur noch diesen Edelstein finden, der irgendwo hier unten ist. Und dadurch, dass wir jetzt alles so markieren durch unsere Spuren und durch die Liste, die ich anfertige, werden wir ihn auch zwangsweise irgendwann finden. Die Frage ist halt nur, wann. So, noch ein Heiltrank. Noch ein.
Und dann haben wir gleich genug, können Cut machen und in der nächsten Folge legen wir weiter unsere Spuren, schreiben weiter alles auf und kommen dann so Schritt für Schritt voran. Das und das und irgendwie fizzelt ganz schön viel bei dem. Oh, ein Priesterlevel. Das ist doch mal ein sehr schöner Abschluss für eine Folge. Speichern. 57. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, ne?